Mahlzeit Leute, willkommen zurück zum nächsten Video. FIFA 19, wir spielen heute mit Danny Williams weiter in Manchester mit Man U gegen PSG und wir müssen ein Tor schießen, wie wir uns erinnern, bis gleich nach dem Intro. So Freunde, da sind wir, spielen natürlich mit unserem Kollegen Danny Williams hier das Ganze und ich krempel meine Ärmel hoch, das ist das erste Spiel heute, diese erste kleine Session, die ich durchreißen rasseln werde. Es geht in den beiden UEFA Champions League Gruppenspielen gegen PSG, ein Tor haben wir hier und absolviere jedes Training. Ich denke, wir werden alles schaffen mit Danny Williams, was in Kapitel 2 unter Druck zu schaffen ist, ja. Mahlzeit. So, dann legen wir mal los. Eine ganz locker flockig. So, wir fangen mal einfach ganz locker flockig an hier, ne? Unten und ist die erste Stelle schon wieder. Wir können hier mal ganz locker flockig einen reinflanken, wenn wir wollen. Können wir auch lassen, wie wir gerade eben gesehen haben. 4-5-1 heute aus. So ein Scheiß. Da hat er ihn wieder zurückgeköpft. Die kleine Sal. Der wird wieder nach. Ich hätte jetzt gedacht, der wird wieder nach oben gespielt. Sie wollen das Spiel heute breit machen. Oh, da ist es. Da dürfte viel über die Außen gehen. Lauf, Williams. Oh, guck mal, wie schnell. Oh, der hätte einen Fass gekriegt. Alter, das muss ich, glaube ich, öfter machen. Der ist ja gar nicht mal so langsam. Oh, bin ich ein bisschen laut? Mach mal gerade ein bisschen leiser hier. Das übersteuert dann ja doch schon irgendwas. Vielleicht so, vielleicht so. Ja, ja, ja. Ja, ja. Alles klar. So. Cavani. Kurzawa. Nee. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Mata am Ball. Lauf jetzt. Nee, komm, wir machen sicher. Guter Pass. Oh! Jawoll! Wie reagiert der Schiri? Ist das rot? Ist das rot? Ist das rot? Bam! Ciao! Und wir erinnern uns, wir müssen definitiv ein Tor schießen mit. Oh, der ist aber heftig reingegangen. Mbappe! So, wir müssen wieder den Schützen wechseln. Danny Williams. Und wir gucken einfach. Wir gucken einfach, ob wir es hinkriegen. Zack. Ja, Freistöße für mich immer noch schwierig. War auf jeden Fall zu. Ja, zu stark geschossen einfach. Ich muss das definitiv üben. So mit richtig schön anschneiden und so ein Schild. Ach, guck hier, er war auch beim Friseur. So, 6,2. Meine Bewertung an dieser Stelle. Ich muss definitiv ein Tor schießen. Das Rückspiel also zwischen diesen beiden Teams. Und damit erleben wir erneut das Bruderduell zwischen Danny und Terry Williams. Kurzer Rückblick aufs Oh, Spiel. Das war ganz schlecht. Da konnte sich Danny Williams durchsetzen, sowohl mit dem Sieg als auch als Torschütze. Ich Ach, guck, ja, diesen Rückblick, den brauchen die beiden. Da haben sie es gerade noch mal gesagt. Wir haben im ersten Spiel schon ein Tor geschossen. PSG will diese Pleite vergessen lassen. Und Terry ist natürlich geil. Danny heute am Tore schießen hindern. Ob das gelingt, werden wir sehen. Für Brisanz. Alexis mit dem Komm schon. Und jetzt die Chance. Bah! Oh! So ein Scheiß. Oh, das war knapp. Da habe ich es fast erledigt. Valencia. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Oh. Da haben wir uns kurz mal vorgewagt. Aber wir wurden definitiv gestört. Jetzt müssen wir den Ball nur noch locker für mich annehmen. Aber da ist einer zwischengegangen. Genau wie wir hier zwischengehen. Nach oben. Guter Pass. Alexis. Ah, der war geil, Alter. Und. Oh. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das war knapp. Der wird wieder nach oben gehen, genau. Lauf, 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 Digga. Alter. Neymar. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Das war natürlich jetzt aber knapp hier. 30. Minute. Von wegen locker. Das wird nicht locker.
Hier der eine Kollege deckt uns schon. Oh, guck mal, das war gar nicht so verkehrt. Nach unten, nach unten. Nach oben. Oh! Sehr gut gemacht, die Gefahr ist vorbei. Oh, das war schon wieder so gut. Ball geklärt, das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Und nach vorne mit dem Ball. Einfach mal geklärt. Jetzt Einwurf für Man United. Ah, ich muss mich schon ein bisschen anstrengen hier, ne? Also, na klar, muss ich eigentlich immer. Oh, das war aber ein Abtropfen dabei. Oh, fast. Marquinhos am Ball. Draxler. Da haben wir gerade nicht gut gespielt gegen unseren Bruder. Auswechslung. Warum? Wer war das? Who's that? Komm schon, haha! Da ist der Ball wieder weg. Lauf jetzt! United mit viel Platz auf außen. Komm, lauf! Jetzt die Flanke. Ja! Aber geht da noch was? Jetzt geht's. Ach, verdammt! Eine Ecke. Okay, wo ist die Ecke? Hier vorne, da kommt die Ecke. Ecke, komm. Danny Williams! Junge, was war das denn? Ganz starker Fallrückzieher, den muss er. Alter Falter! Pam! Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch. Rasiert, Alter! Pam! Das war nice! José Mourinho, das kennen wir natürlich von ihm. Der leidet immer. Oh, geil, Alter! Freut sich auch mit! Jubel er jetzt an der Trainerbank. So, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Es läuft gut für Man United. Sie liegen vorn. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Das heißt, wenn wir jetzt jedes Training normal absolvieren. Der Versuch. Das macht es dauert gut. Den Ball hat er. Dann haben wir alle Aufgaben mit Danny Williams geschafft. Wir haben hier ein Tor geschossen. Und wir haben eine Bewertung von 8,0. Das ist auch nicht unbedingt schlecht. Das war schlecht. Oh. Komm schon. Oh. Da kann er klären, gut aufgepasst. Na wer? Der Ball wieder auf Williams gespielt. Und das war's. Nice, Junge. Guck dir das an. Oh. Gutes Spiel, Mann. Ja, absolut. Gute Leistung von dir. Hey, ich hab eben mit deinem Kumpel Hunter abgehangen. Ist echt okay. Ja? Ist ein bisschen leise gerade. Mit Alex? Echt? Ja. Naja, dann. Grüße ihn von mir, wenn du ihn wieder siehst. Klar, werde ich tun, Mann. Viel Glück. Ja, wir sehen uns dann. Cool. Friends with the Neymar. Nice. Paris Saint-Germain. Ja, alles klar. Führen 1-0. Das 10. Saisontor. Oho, habe ich gerade gelesen da unten. Nicht so, schlecht. Wir fahren jetzt weiter mit Durchgang 2. Wir erleben bislang ein gutes Spiel an diesem 5. Spieltag in der UEFA Champions League. So, wir dürfen uns hier kein Tor reinjagen lassen. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Klasse Technik. Das war nicht schlecht. Nun Alexis Sanchez. So, wir verteilen hier schön jetzt erstmal noch. Schöne Aktion. Oh, der war schön verteilt. Ecke. Und Eckstoß für Manchester Ecke. United. Guck mal. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ja, kurz gucken wir mal, ob wir das Ding nochmal so reinkriegen wie eben. Eine sehr gute Aktion. Oh. So, das war, nee, nicht wirklich. Alter, das war ja wohl eben der geisteskrankeste, fucking heftigste Freistoß, Eckentor, Fallrückzieher, Elfmeter, den ich jemals geschossen habe. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Das war crazy. Wie man auch unschwer an meiner Reaktion festgestellt hat. Und Dani Alves. Ups, bin hingefallen hier vorne. Und raus damit. Jawohl, da wissen sie nicht mehr weiter. Einfach mal abspielen. Keine Abspielstation mehr am Start. Nun Juan Mata. Schön nach vorne. Bisschen nach hinten. Philipp Bernard. Ah! Schon wieder aber den Ball berührt, ne? Beide Trainer reagieren. Sie bringen Williams, ja, zeig mir meine Ziele. Habe ich wahrscheinlich alle schon geschafft. 8,1, bing. Passspiel, spiele mindestens 10 erfolgreiche Pässe. Na gut. Mata für diese Ecke. Danny Williams! Das
war knapp. Danny Williams, wie er immer schreit. Okay, ich muss ein bisschen passen mit meinem Kollegen. Was ist eigentlich mit meinem Mentor? Ach, ich bin ja gar nicht mit. Doch, richtig interessantes Gruppenspiel hier. Haben wir mit Danny Williams doch gar keine Mentor-Abilities freigeschaltet? Ja, immer wieder gerade in diesen Spielen. Wahrscheinlich vielleicht wird's noch nicht, weil er immer noch in demselben Team spielt. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit drüber. Folgerichtig. Danny Williams. Ja, okay, wir wollen mal gucken. Ne? Jetzt müssen wir ja eigentlich nur den Ball kriegen. Den Ball zu Danny Williams hinpassen. Und dann einfach nur weiter verteilen. Mehr ist es ja gar nicht. Wir können natürlich noch ein Tor spielen. Jetzt vielleicht. Klasse Flanke. Das war, glaube ich, auch der fehlende Pass. Ich habe auf jeden Fall Pass gedrückt. Das war ja fast schon easy, Alter. Was geht? Nicht schlecht. Ja, das war tatsächlich zu. Das war jetzt echt. Das war mehr oder weniger Glück, dass der Ball, glaube ich, da so frei den Mitspieler gefunden hat. Da war ja echt niemand. Alle gehen auf Williams. Ball ist bei Tim. Keiner deckt den anderen Kollegen. Ich gehe noch mal sicher. Martial. Und das ist der Ballverlust. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Gottes Willen. Jetzt machen sie mir aber Druck. Hallo? Jetzt. Nee, ja. Hallo, anderer Spieler. Ey, guck mal. Da bekommt er Unterstützung. Die wollen doch jetzt hier nicht echt noch einen reinlegen. Haha. Zack, weg damit. Paff. Fängt diesen Ball ab. Oh, das war knapp. Jetzt will ich gucken, ob ich hier. Das macht er gut. Ja, krass, dazwischen komme. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt Konter. Das war krass. Geben Sie den Ball ab, so wird das mit der Konter nichts. Nein, das darf nicht. Oh, abgefälscht. Komm schon. Genau, schnappt er sich den Ball. Wegschießen, schön raus. Noch 7 Minuten. Bumm. Das war abseits. Abseits. Ich wollte gerade sagen. Eine Sekunde, zwei Sekunden. Ich dachte mir nur so, hä? Warum pfeift der nicht? Dani Alves verlässt den Platz und so, 85. Minute. Letzte Auswechslung am Start. Denke ich mal. Oh, das war ein richtig super Fehlpass. Weg ist der Ball. Ah, der war ja auch mindestens genauso schlecht. Unser Trainer. Oh. Es gibt hier Einwurf. Für? Uns, nicht schlecht. Was war das? Schön ausgespielt. Giovanni Lo Celso. Und Neymar. Okay. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. 2 Minuten Nachspielzeit? Ja, warum nicht? Hauptsache, die schießen jetzt kein Tor in der Zeit. Martial. Juan Mata jetzt. Schneller Konter. Gute Aktion, Mata. Gute Chance. Danny Williams. Das Spiel. Wie kann er den denn jetzt noch daneben machen, Alter? Oh, echt. Egal. Denkst du genauso wie ich, dass die Überzahl heute entscheidend war für den Sieg? Williams, wie gesagt, um das Tor geschossen. Ich glaube, jetzt kriegen wir definitiv auch noch ein geiles Video um Ohren geschnallt. Beeindrucke den Boss. Yeah. 14 Pässe. Bricht den Bann. Gewinnt das Spiel. Alles klar. Wir haben alles erledigt, was der Trainer uns aufgetragen hat. Wo ist eigentlich mein Getränk? Mein Getränk ist weg. Mein Getränk ist weg. Okay, muss ich gleich mal kurz holen. Juan Mata. 9,3. Nicht schlecht. Ein Tor, eine Vorlage. 90 Minuten. 9,1. So wollen wir das haben. So, jetzt hoffentlich das Video zum Abschluss des Kapitels. Hält er seine Karte hoch? Ja. Aber warum 75? Das war alles. Wollen wir mal gerade gucken. 75. Wir sind hier bei 79. What about that? Anspielstation. Was ist das denn? 9?
Spielereigenschaften. Mit Spielereigenschaften kann dein Charakter einzigartige Fähigkeiten freischalten. Die Spielereigenschaften kannst du mit Skillpunkten kaufen. Skillpunkte erhältst du, indem du Gesamtwertung des Charakters steigerst. Die Gesamtwertung steigt durch absolvierte Spiele und durch gute Trainingsleistungen. Aha. Ach, guck mal einer an. Attribute. Wie kann ich das switchen hier auf Attribute oder was? Skillpunkte. Eigenschaften. Was haben wir denn hier? Übersicht. Spielmacher. Werde mit verbesserten Spielmacherfähigkeiten zur zentralen Figur in der Offensive. Beschleunigung. Volleys. Volleys steigt extrem. Das ist nicht schlecht. Hier steigt gar nichts. Was steigt denn da? Da steigt nichts. Kostet aber auch nur einen Punkt. Was haben wir denn hier unten? Wähle diese Eigenschaft, um deine kurzen Pässe zu verbessern. Außenrist. Schuss. Was haben wir hier? Abschluss. Allgemein schießen. Okay, dann möchte ich mal behaupten, ich möchte diesen Punkt haben. Ich möchte das haben. Und meine Ballkontrolle steigern. Des Weiteren möchte ich meine Volleys besser nehmen. Und natürlich meine Beschleunigung verbessern. Übersicht, nee. Ich habe noch 2 Punkte, das heißt, Fernschüsse habe ich Bock drauf und Abschluss habe ich Bock drauf. Ja. Verfügbare Skillpunkte 4 oder was? Verbesserte Timing und Präzision Kopfwelle, was ist das? Warum kann ich das noch nicht wählen? Muss ich erst den hier freischalten und hier auch einen machen? Faire Zweikämpfe. Was ist das? Verbessere deine Pässe und Schüsse mit dem schwachen Fuß. Zweikämpfe. Okay, jetzt habe ich immer noch 2 Kapiteleigenschaften. Spezialbewegung. Okay. Aber ich kann immer noch nicht. Skillpunkt kosten 3. Ist immer noch nicht freigeschaltet. Naja, mal gucken. So weit, so gut. Das haben wir auf jeden Fall erstmal verteilt. Wir sind jetzt mittlerweile 80 in den Attributen. Und auf dem Weg zur Anspielstation fehlt uns eigentlich auch nicht mehr viel. Vielleicht ist das auch irgendwie so eine geheime Aufgabe, die ich noch nicht geschnallt habe. Kann natürlich sein. Guck einfach mal weiter, was passiert. Sollte ein Training kommen, ihr wisst, was passiert. Ich blende das ganz gerne immer aus. Und natürlich wieder ein Training. Wir sehen uns gleich zur Besprechung des Ergebnisses. So, unentdeckte Flanken und Flankenszenarios. Alles natürlich selber gespielt. Und Startelf ist natürlich safe wie immer. So, wir gucken uns an, was passiert. Ob wir jetzt hier noch ein Video bekommen oder nicht. Des Weiteren können wir gucken, wie das mit der Anspielstation jetzt nochmal ist. Beziehungsweise mit dieser Trainingssimulation. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Ich weiß nicht. Ich glaube, es müsste nach diesem Spiel dann jetzt auch direkt zu Ende sein mit dem Kapitel. Das nächste Spiel gegen Schachtar. Bestandteil der nächsten Folge, meine Damen, meine Herren. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen. Tschüssikowski.